la salsiccia di cinghiale, grande delizia, una bella fettina di prosciutto buono, grande delizia, di maiale al pepe, polpa di cinghiale, pane toscano senza sale. Also wir sind jetzt hier in diesem Lebensmittelladen von Monteverdi Marittimo. Da kann man alles kaufen, aber vor allen Dingen steht es unter dem Namen des Wildschweins. Also die haben hier Schinken und Speck und Wurst und tausend Sachen. Die kann man alle probieren. Caffinocchiona, praticamente macinata due volte, e questi qui sono tutti chicchi praticamente di finocchio. Tutte fette dal pfeffer. Per mantenerlo meglio, allora praticamente il pepe gli leva anche l'umidità che ha il prosciutto, e poi quando uno lo porta a casa gli si mantiene più a lungo, gli si mantiene anche meglio. E mattina pfeffer drauf, indem man die Feuchtigkeit wegnimmt. Ja, und somit hält sich länger. Auch derjenige, der das kauft, zum Beispiel, auch wenn er schneidet, tut immer nachpfeffern. Und dann tut der Vakuum verpacken, da kannst du länger aufbewahren das Ganze. Vediamo un attimino cosa succede. Ah, grazie Leonardo, grazie. Questo è il cinghialato, no? Non si sa! Eccolo qua, questo è il grande prosciutto, grande delizia. Vai, eccolo qua, e ora vi facciamo assaggiare. Grande delizia. Das ist nämlich eine Kreuzung, genau. Zwischen Wildschwein und Schwein. Das sind verwilderte Schweine, oder? Ja, ja. Und das sind frei rumlaufende Schweine. Die leben alle hier im Wald, von hier bis nach Siena rüber. Und so eine Qualität kriegst du in irgendeiner Supermarkt. Allora, venite, accomodatevi. Nina, bitteschön. Venga, signore. Oh, pardon. Venga, signora. Venga, venga. Ormai una fettina per uno non fa male a nessuno. Qui va assaggiato. Prendi. Polpa di prosciutto di cinghiale, eccolo qua, wow. Completamente magro, questo è qui, sì. Già allevato, vedi, qui non c'è più cotenna, questa è polpa e lo mangiamo tutto, questo è il cinghiale con osso, questo è qui, questo è con osso, mentre praticamente questo noi la chiamiamo la polpa di cinghiale per il semplice motivo che gli abbiamo già allevato la cotenna, praticamente il pelo con la cotenna, lo zampuccio, praticamente l'osso, rimane praticamente la polpa del prosciutto di cinghiale. Das Schöne dabei ist, dass der das nicht zu trocken und nicht zu roh. Das ist genau mittendrin. Und das macht er auch so, das hängt er auch so mit den ganzen Aroma, toskanischen Aroma. Rosmarin, Thymian, Salbei, Wacholder, Lorbeer, alles Mögliche, was mit einem guten Schinken machen kann. Und dann haben sie noch Pecorino. Das ist alles in einem winzigen kleinen im Keller da unten, kann man das probieren, da riecht es ziemlich doll. Pecorino tipico toscano, prego, prego, frisce. Poi si fa, ascolta, questo qua. Pecorino marzolino vorrebbe dire quello che viene fatto nel mese di marzo, quando le pecore mangiano la prima erba dell'anno, cioè quella primaverile, quella fresca. Also das ist jetzt der, das ist der marzolino, das ist der erste pecorino Käse, was im März alles gemolken wird, weil im März kommt ja die erste Gras. Das Ganze wird dann aufgegessen und wiederum die tolle Milch, also die ganz junge, saubere Milch, was dann entnommen wird zwischen März und April. Oh. Das war auch jetzt über die Krotte. Und der wird gereift in einer alten Zisterne, die durch Zufall gefunden haben, wo eben die Etrusker früher Wasser drin hatten, in so großen Amphoren. Jetzt gehen wir rüber in die Grotte. Gehen wir mal rüber. Also er hat vor zehn Jahren hat er sein Geschäft, wollte erweitern, hat einen Nagel gegen die Wand gejagt, mhm. Und irgendwann ist die Nagel dann durchgebrochen. Da sagt er, oh, jetzt ist er beim Nachbar. Das war aber nicht der Nachbar, das war dieses Zimmer. Da hat er aufgebrochen und so und hatte gesehen, diese Schönheit. Und das ist von den alten Etrusken noch. Und zwar, das war praktisch ein Wassertank drinnen. Ja? Eine Zisterne. Eine Zisterne, genau. Und er hat es dann umgewandert, indem er diese alte Amphora genommen hat. Und da lässt er wirklich was, seine ganzen Käse, lässt er da drinnen reifen. La temperatura è sui 18 gradi. 18. Ma sempre, quando fuori c'è 0 gradi, per dire, qui c'è 18. Quando fuori c'è 40 gradi, qui c'è 18 gradi uguali. Mantiene una temperatura costante tutto l'anno. Insomma, io vi weiß. Te vai jetzt, questo quanto tempo c'ha? 6 mesi. Te vai jetzt 6 Monate lang hier drinnen. Probieren wir ein Stückchen.
Dunque, l'anfora è considerata, diciamo, un conservante naturale che nel tempo ci veniva messo prima all'olio. Oggi l'olio non ci si mette più, però essendo di terracotta, il formaggio lo mantiene meglio e la parte grassa che ha dentro riesce praticamente a buttarla fuori, sicché diciamo ha una stagionatura naturale nel tempo. Das waren die Anfora, was man früher das Olivenöl hineingegeben haben und heutzutage benutzt man den Käse, weil er einfach besser atmet und der ganze Fettinhalt vom Käse, der herausläuft, aber trotzdem drinnen bleibt. Man muss schon sagen, Leo hat nicht zu Unrecht gesagt, da müssen wir unbedingt hingehen, weil das ist schon ein sehr ungewöhnliches kulinarisches Erlebnis. Grazie, danke schön. Grazie, grazie. Nächstes Jahr, nächstes Jahr. Grazie, grazie. Beautiful, beautiful, number one, grazie. Ausbeute hier. Hat ein gutes Geschäft gemacht hier. Ich denke, der reinkommt. Da geht keiner raus, ohne was zu kaufen. Ohne was gekauft zu haben.